Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Diablo 4. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ja, wir suchen Nayrell in diesem Wald hier, wo es sehr dunkel ist, auf jeden Fall. Scheinbar. Und ja, wir suchen sie einfach mal. Nayrell, wo bist du? Hallo? Kannst du bitte herkommen? Ich habe ein bisschen Angst im Dunkeln. Das ist leider nicht so gut. Schade. Oh, hallo. Wie bist du denn? Ein Gespenst. Wow. Ein Gespenst war das. So, ein bisschen Gold fallen gelassen. Hieß nix, ne? Nee. Eine Pike. Ich dachte, da war gerade was. Habt ihr das auch so glitzern sehen? Das sah sehr... sah sehr komisch aus. Da hat es auch wieder geglitzert. Aber irgendwie ist da nix anscheinend. Oh, hi. So. Haben wir einen schön ausgetrickst immer zwischendurch. Immer jedes Mal, wenn er zuhauen wollte, sind wir einfach weggegangen. Kennen wir ja gar nichts. Das einzig Doofe mit dem Bluten ist immer, dass das so lange braucht, bis die umfallen irgendwie, ne? Ja, weil der ist ja jetzt eigentlich schon weg gewesen. Der war ja eigentlich gerade schon weg. Der hält ein bisschen mehr aus hier, der Kollege. Oh, ich muss niesen, Moment. So, da bin ich auch schon wieder, entschuldigt. Immer irgendwie jedes Mal, wenn man da am Niesen ist, dann am Aufnehmen ist, dann bin ich ja auch immer am Niesen, ne? Auch merkwürdig hier. Ja, ich habe nicht genug Hut, das ist wichtig. Oh, schwaches Elixier des Kältewiderstands. Okay. Erhöht 30 Minuten lang den Kältewiderstand um 15% und die Erfahrung um 5%. Nehmen wir doch mal. Wanderhandschuhe. Die sind nicht so gut. Okay, also brauchen wir sie nicht. Sehr schade. Ein Ring. Einen Ring haben wir. Gegen Kälte oder gegen Blitz? Ne, der ist tatsächlich sogar ein bisschen besser. Obwohl, ne, war gar nicht. Plus 4 maximale Wut. Ne, ich glaube, ich nehme die Schaden. Den Schaden, dass ich da mehr aushalte. Sag mal, aber die hauen auch immer rein, ne? Muss man ja mal so sagen. Also, das tut schon alles weh, was die hier
Was die hier so veranstalten. Das tut schon alles ganz schön weh. Ah ja, cool. Hier ist einfach jetzt nur so ein Schrein und... Naja, klasse. So, ein paar Panzerhandschuhe sind auch nicht besser. Also irgendwie... Irgendwie läuft's nicht bei uns heute. Na komm, fall um. Genau. So ist brav. So ist brav. Oh, da ist ja noch ein Trank. Den nehmen wir natürlich mit. Ah, okay. Die haben aber auch so lange Reichweite, ne? Mit ihrem langen Arm. Da, die kriegen einen jedes Mal angebasht irgendwie. Das ist schon echt bitter, ey. Autsch. So. Und weiter geht's. Autsch. Gott sei Dank, dass wir das jetzt noch geschafft haben. Ich dachte gerade schon, oh, plus zwei. Das ist doch sehr gut. So, aber wo kann denn jetzt Nerell so langsam mal sein? Autsch. So, verschwindet, ihr bösen Geister. Abgenutzter Überzug, okay. Jawohl, auch besser auf jeden Fall. Ziehen wir natürlich sofort an. Sag mal. So, wir müssen uns hier echt gut durchschlitzen, ey. Muss man ja mal sagen, ne? Also... Autsch. Hier haben wir ein Level-Up. Da haben wir ein Level up, haben wir da. Da müssen wir doch auch mal gucken.
So. Autsch. Sag mal, wo kommst du denn her? Mies. War doch hier gerade entspannt am Gucken. Also, eine Schweinerei ist das. So. Die Rufeffekte erhöhen sich. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Der eine müsste jetzt umfallen. Genau. Macht er auch. Und der müsste auch gleich umfallen. Ich muss nur vor ihm weglaufen. Der fällt doch nicht um. Doch, jetzt. Ich wollte schon sagen. So. Das ist ja auf jeden Fall, oder? Was haben wir da? Ja, doch, auf jeden Fall ist das besser. Und ein Breitschwert. Gut, haben wir hier sonst was? Nee, hier ist nichts. Wo ist denn Nairel, sag mal? Nairel, wo bist du denn? Dass sie dann immer einfach so auftauchen, ne? Auch ganz miese Geschichte. Oh, tatsächlich ist unsere Hiebwaffe jetzt schlechter geworden. Deswegen haben wir jetzt zwei. Just saying. Sag mal, hier ist auch nichts. Das ist ja ein Pech, doch. Das ist ja ein totales Pech. Oh, hi. Ein paar Feldstiefel. Ein Rüstungsständer, eine schöne Tunika, die natürlich viel schlechter ist. Nice. Ja, genau. So, fall mal um. Sehr gut. Also, wenn die einzeln kommen, ist das ja auch gar nicht so wild, ne? Ein Reisefass. Den ist das ja auch alles gar nicht so wild. So Fox Devils Wild ist das dann ja gar nicht. Dann ist das doch eigentlich okay. Sag mal, das ist aber auch ein riesen Gebiet, oder? So, komm, mal oben, genau. Okay. Feuriges Portal. Ja, dann rein mit uns. Ganz ruhig. Euch wird hier kein Leid zustoßen. Folgt dem blutigen Wolf. Okay. Die leiden hier aber ganz schön, oder? Schleier der Horadrim. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Eine Art Bewunderer. Ich habe euch in den Bergen gerettet. Ihr hattet euer Pferd verloren und wart in die Höhle gekrochen. Ohne mich
werdet ihr erfroren. Warum helft ihr mir? Oh, das ist ganz einfach. Ihr wollt Lilith aufhalten. Und ich will, dass ihr Erfolg habt. Aber wenn ihr den Horadern folgt, schafft ihr das nie. Ihr Weg endet in Feuer und Tod. Okay, ich muss einmal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück. Wir folgen dem Wolf weiterhin. Lebendes Tor. Öffnet das lebende Tor. Und das ist der Wolf vom Anfang. Das sah ja sehr lecker aus. Wir sind hier in der Hölle, oder? Warum erzählt ihr mir das? Warum erzählt ihr mir das? Um euch zu warnen. Der Tag wird kommen, an dem die Horadren strauchen. Seid nicht in der Nähe, wenn das geschieht. Das Portal wird euch zu dem kleinen Mädchen führen, das ihr sucht. Was ist das für ein Ort? Tristram. Die alten Horadren haben Diablo, den Herrn des Schreckens, unter der Erde eingekerkert. Und dann haben sie diese Stadt in der Nähe gebaut. Ihr seht ja, was daraus geworden ist. Tja, ja, das sieht nicht so gut aus, ne? Warum wollt ihr Lilith aufhalten? Mir gefällt die Welt, wie sie war, ohne. Ihre kleine Rebellion führt nur zu Chaos. Ihr habt schon Visionen des Schadens gesehen, den sie anrichten kann. Ja, ich weiß, man hat euch ihr Blut verabreicht. Fühlt ihr, wie es euch verändert? Vielleicht noch nicht, aber solange Lilith in eure Welt wandelt, ist es nur eine Frage der Zeit. Ich würde mal interessieren, wer er ist. Na gut, dann gehen wir mal durchs feurige Portal zu Nerel. Wieder in der Illusion des Horadrim. Nerel! Da seid ihr ja! Ah. Moin! Ich denke, ich bin von meinem Weg abgekommen. Das ist meiner Mutter und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Wald befinden. Oh, wir sind wieder zusammen unterwegs. Übrigens, ab hier ist es jetzt auch komplett blind, ne? Also, hier habe ich noch nicht gespielt. So, ich muss einmal niesen. Oder? Ne, doch nicht. Doch, ja. Ich weiß es nicht. Es wird sich noch fleißig überlegt. Nee, scheinbar nicht. Jawohl, da haben wir sie. So, was haben wir hier? Dreigesichtige Statue.
Ach, jetzt sind wir hier wieder raus. Jetzt haben wir die... Jetzt haben wir das überstanden. Die Illusion. Verstehe. Ich verstehe. Was war da gerade? Tür der Dorfbewohner. Ach so. Okay. Komm, fall um jetzt. So. Schön umfallen jetzt. Oh. Verschlossen. Nein, das ist bei diesen Obolus-Leuten, ne? Oh, wie ärgerlich. Kann ich mir hier was markieren? Ja, aber irgendwie... Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Haben wir keinen Schlüssel dabei. Das horadrische Gewölbe. Na dann mal rein hier. Horadrisches Gewölbe. Sind wir hier richtig? Was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung noch nicht. Wir brauchen nur ein Buch, einen Zauber, um den Schwarzen See zu überqueren und Lilith aufzuhalten. Ja, das sagst du so einfach. Also, na hör mal. Fest verschlossen. Was ist mit dem Durchgang da drüben? Ja, da kommen wir natürlich durch, natürlich. Da kommen wir natürlich durch. Eine Stachelratte. Autsch. Suche nach einem Zugang zur Hauptkammer. Eine Vielzahl an Texten über lokale Geschichte, alte Königreiche und vergessene Religionen. So, hier muss auch irgendein horadisches Buch. Einfache Verse und Beschwörungen. Ein abgenutztes, staubiges Buch mit einem verblichenen horadischen Siegel auf dem Einband. Okay, bringt das horadische Buch zu Nerell. Nerell, ich habe was für dich. Ein Büchlein, da kannst du lesen, wie wir da reinkommen. Ich glaube, es ist in horadrischer Chiffre verfasst. Und hier, das gleiche Symbol an der Tür. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Sollen wir einen Schritt zurücktreten? Ja, okay. Kriegen wir hin. Chesbith-Chat. Erkundet das horadrische Gewölbe. Na, dann mal los. Oh, was war das? Ein altes Tagebuch. Donnan brachte bei seinem Besuch ein Buch mit. Es handelt sich um ein uraltes Schriftstück. Eine Schriftrolle der Fizierei. Lorith wird nicht erfreut sein. Doch wenn ich eines Tages an seiner Seite kämpfen soll, muss ich alles studieren. Lorith ist weise, aber auch zaghaft. Ich werde mich ihm noch beweisen. Okay, ist hier sonst noch was? Nö, ne? Ne, scheinbar nicht. Hey, gut. Wartet auf mich. Ja, folgt Nerell. Dann kommt noch mit. Könnt ihr diese Tür öffnen? Es ist das gleiche Siegel wie zuvor. Es sollte leicht sein, es erneut zu brechen. Aber warum bringt es jemand hier an? Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Natürlich darf nichts unsere Verfolgung Liliths aufhalten. Ich öffne die Tür.
Und wenn wir uns trennen, können wir schneller arbeiten. Nur wenn ihr auf dieser Seite der Tür bleibt. Gut. Wonach suche ich? Wisst ihr es nicht? Ein Buch, eine Schriftrolle oder irgendetwas, das uns hilft, den Schwarzen See zu überqueren. Chesbeth Chat! Da komme ich nicht lang? Nee, okay. Sucht nach Hinweisen, wie man den Schwarzen See überquert. Hallo. Arbeitszimmer. Okay. Ich muss schon wieder niesen. Das gibt's doch gar nicht, Mensch. So. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus hier. Oh. Das ist richtig, Dämonen. Hast du gut erkannt, Jin? Das hast du gut erkannt, Herr Kollege. Brennender Toter. Ja, wie nett. Wie nett. Ich habe gerade gelesen, roter Saphir, und dachte mir, wie unlogisch ist das denn? Ich muss warten. So. Wir haben den Saphir eingesammelt. Roher Saphir. Und geübtes teuflisches Folio. Magischer Fokus. Ah, nee, brauchen wir nicht. Na toll. Schönen Dank auch. Gut. Was ist hier? Oh, hi. Sag mal, du hältst ja ganz schön viel aus, Kollege. So, ja, komm mal her, Skelett. Komm. So, zack. Das. So, kommt her. Ah, ich glaube, ich weiß, warum wir so schwach sind. Wir hätten auch mal was reparieren sollen, wa? Wird mir gerade so bewusst. Wir sind ja ein paar Mal gestorben. Da ist wahrscheinlich unsere Haltbarkeit komplett in die Hose gegangen. Eieieiei. Jin, dass du das nicht gemerkt hast. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nachschaue, wahrscheinlich die Haltbarkeit unserer Waffen und unserer Ausrüstung so im Hintern. Da muss ich mal kurz gucken. Ja, seht ihr das? Unsere Haltbarkeit ist gar nicht so gut. Na toll. Ich muss einmal ganz kurz die Nase schnauben. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Also, was heißt schon? Bin ich auf jeden Fall wieder. Und wir schlagen uns hier weiter durch das Arbeitszimmer. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Arbeitszimmer, wie ich finde. Noch ein Rubin. So. Schluss jetzt. Ruhe hier. Ruhe hier im Stall.
Oh, eine Truhe. Einen Ring. Ja, ich glaube, das ist doch gar nicht so verkehrt mit den mehr Leben. Finde ich nett, finde ich nett. Oh Gott. So, und eine Pike. So, wir clearen hier natürlich alles. Komm, hör auf jetzt. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt, ne? So, was ist hier? Hier ist einfach nichts. Nichts. Einfach gar nichts ist hier. Gar nichts. Ach, hi. Ja, brauchst du ja auch nicht. Der sollte ja auch gleich umfallen. Noch ein roher Rubin. So, ein bisschen hier trinken, ein Schlückchen. Gut, dann würde ich auch mal sagen, bleiben wir genau hier stehen und machen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank für die... Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Freut mich immer sehr, wenn du mit am Start bist. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Diablo 4 mit Gin Tonics wieder. Ja, und beobachtet ihn beim Sterben, ne? Also, bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.